Hey, Johannes hier von newgadgets.de und das hier ist das neue Toshiba Satellite Click Mini Tablet. Das ist ein 8,9 Zoll Tablet und das Beste daran ist eben, dass es nicht nur ein Tablet ist, sondern ein Two-in-One-Device. Also wenn ihr ein bisschen produktiv sein möchtet, dann steckt ihr es hier einfach in die Tablet-Dock und habt dann eine vollwertige Tastatur, auch ein kleines Touchpad mit integrierten Maustasten, um mit dem Notebook dann arbeiten zu können, beziehungsweise wie mit einem Notebook. Es ist aber auch ein kleines Notebook oder ein Netbook. Wir haben hier Windows 8.1 als Betriebssystem. Und gehen wir mal ein bisschen auf die technischen Daten ein. Da haben wir hier also erstmal ein 8,9 Zoll Display mit WUXGA Auflösung. Das sind 1920x1200 Pixel. Wie man hier sehen kann, sehr blickstabil. Es ist ein IPS-Panel und auch schön hell mit 350 Nits. Schön ist, das Tablet hat einen Akku, Tablet Dock hat einen Akku und beide ergeben zusammen eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden in HD-Video-Playback. Das ist natürlich auch sehr wichtig, Akkulaufzeit, wenn ihr viel unterwegs seid. Als Prozessor ist hier ein Intel Atom A-Trail Quad-Core verbaut. Das ist ein Z3735F mit 1,33 GHz, dazu 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Speicher für den Benutzer. Und dieser kann dann auch nochmal mittels Micro-SD-Karte oder SD-Karte erweitert werden. Würde ich mal sagen, klappen wir das Ganze mal zu, schauen es uns mal ein bisschen genauer an. Dann sehen wir hier erstmal eine Rückkamera, 5 Megapixel, schön seidenmattes Weiß. Sieht wirklich sehr schön aus, muss ich sagen. Fühlt sich auch sehr gut an. Von den Ports haben wir hier erstmal auf der linken Seite Micro-USB-Port, Kopfhöreranschluss, Micro-HDMI, also ihr könnt hier natürlich auch noch einen Beamer oder einen Monitor anschließen für unterwegs, Micro-SD-Kartenslot, Windows-Taste und hier auf der anderen Seite ein Power-Button, Lautstärke-Taste und in der Tablet-Dock selber noch einen großen SD-Kartenslot und auch noch einen großen USB-Port, um auch ja, ziemlich jedes Gerät anschließen zu können, was einen USB-Port hat. 399 Euro wird es in Deutschland kosten. Es wird jetzt im April verfügbar sein. Das Tablet selber wiegt 430 Gramm und zusammen wiegt das Ganze nur 900 Gramm. Also es ist wirklich sehr leicht und sehr portabel. Das ist also hier das neue Toshiba Satellite Click Mini. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung dann auch noch Verfügbarkeit und Preis Form eines Links. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video.